Ain't a funny kind of funny. Basalt, Bright Outlook und Borderline. Das sind die drei Bands, die beim Newcomer Contest auf dem Alsfelder Stadtfest dabei sind. Man hat sich beworben, aber vor der Bühne kommt die Prüfung. Stefan Haus und Manuel Spahn von der Modern Music School fuhren durch den Vogelsberg, um sich anzuhören, was die Bewerber zu bieten hatten. Erste Station, Basalt unter dem Dach des DGH in Oberbreidenbach. Dort üben die sieben Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, die aus verschiedenen Dörfern kommen. Technisch wird improvisiert, aber für den Besuch legen sie gleich los. Rock'n'Roll mit einem Mix aus allem Möglichen. So bezeichnen sie selbst ihr Repertoire, das sie mit drei verschiedenen Stücken unter Beweis stellen. Es geht rockig, aber auch sehr melodisch. Und wer erkennt dieses Stück? Die Besprechung und die Profis kommen zu dem Schluss, ihr könnt mit auf die Bühne. Mein Schnitt wäre jetzt 7, was durchaus gut ist, weil wir haben das schon mal gemacht. Da gab es also auch mal einen Durchschnitt 2, also 10 ist gut. Weiter geht's in Alsfeld bei Broad Outlook. Das sind Kevin Fleischmann und Felix Schubert. Ein Wohnzimmer, zwei Musiker, Gitarre und Gesang. Mehr nicht, aber sehr melodisch. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filled. Stefan Haus und Manuel Spahn sind angetan. Man fachsimpelt. Kann das sein? Spielt ihr das ein Ass? Nee. Und wir spielen so anders wie im Original. Für die Musiklehrer ist klar, Bright Outlook muss dabei sein. Letzte Station des Tages, ein altes Fachwerkhaus in Ilbishausen. Dort haben die Jungs von Borderline sich eingerichtet. Gemütlich wie in einem Clubheim. Aber als sie loslegen, warnen sie, Vorsicht, es wird laut. Punkrock vom Feinsten ist es, was die vier nicht mehr ganz jungen Musiker ins Ohr pusten. Aber sie sind richtig gut, meinen die beiden begeisterten Musiklehrer aus Alsfeld, auch mit ihren eigenen Stücken. Und weil Borderline lange schon keinen Auftritt mehr hatte, ist die Band quasi als Newcomer am Samstag auch auf der Bühne am Klostergarten dabei.